Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der siebte Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an. Diesmal ist es auch mit FIFA 22 prognostiziert worden. Wir haben ja wieder alle neun Spiele, eine Samstagskonferenz mit vier verschiedenen Kommentatoren. Einmal Dortmund gegen Augsburg mit Sascha, Wolfsburg gegen Gladbach von Gregor begleitet, Stuttgart gegen Hoffenheim von Felix und Hertha gegen Freiburg macht der Paul. Bleibt immer schön fair in den Kommentaren. Wenn ihr Tipps habt an uns Kommentatoren, dann schreibt die gerne sachlich und konstruktiv in die Kommentare. Und ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten, Timelinks in den Kapitelmarken zu finden und jetzt geht's los. Der 1. FC Köln ist aktuell wirklich so etwas die Überraschungsmannschaft dieser Liga. 9 Punkte nach 6 Spielen, das hätte man nicht unbedingt erwarten können. Greuther Fürth, eher dann doch die erwartete Enttäuschung. Letzter Platz noch nicht einmal gewonnen. Und der 1. FC Köln legte gut los am Freitagabend und ging bereits in der 4. Minute durch André Duda in Führung. Das geht zu einfach. Greuther Fürth offenbart wieder klaffende Lücken in der Defensive und liegt dann früh 1:0 zurück. Suboptimaler Start für die Gäste. Dann aber auch mal was nach vorne. Itenik quer, Duziak rutscht der Ball aber über den Schlappen, sodass dieser Torschuss nicht wirklich gefährlich wird. Vor diesem Spieltag auch mit minus 12 die schwächste Tordifferenz auf Seiten der Fürther. Das scheint sich hier so fortzuführen. Immerhin auch schon 16 Gegentore. Und dann wurde es spektakulär. Nach dieser Ecke. André Duda per Fallrückzieher zum 2:0. Ein unfassbares Tor. Aber passte auch in diesen Auftritt der Geißböcke. Selbstbewusst und einfach stark. Nach 30 Minuten 2:0 ebenfalls dann der Pausenstand. Durchgang Nummer 2. Greuther Fürth versuchte Besserung zu geloben. Itten und Anschlusstreffer Branimir Hrgota. 50. Minute ging ja gut los in den zweiten Durchgang. Skiri fälscht sogar noch leicht ab für Horn so oder so nicht zu parieren. War jetzt die Hoffnung wieder zurückgekehrt? Ja, das schon, aber der 1. FC Köln ließ sich nicht nervös machen, spielte zuletzt auch zu oft unentschieden. Dieses Mal wollten sie unbedingt die 3 Punkte da behalten. Starker Pass in die Schnittstelle, dann ein vernünftiger Abschluss, aber stark gehalten von Sascha Burchardt. Und dann wieder eine Standardsituation. Von der rechten Seite hereingetreten, Meierhöfer kann es nicht klären, Andersson nutzt das aus. 82. Minute, 3:1, die Entscheidung in dieser Partie. Lange natürlich nicht so spektakulär wie das Tor von André Duda, aber der Ball ist im Tor. Das ist die Entscheidung gewesen dementsprechend. Und so gewinnt Köln zum Auftakt in den 7. Spieltag vollkommen verdient mit 3:1 gegen immer noch sieglose Fürther. Ein herzliches Willkommen zur Konferenz am 7. Spieltag. 4 Partien haben wir auf dem Plan. Und zur ersten Station schalten wir direkt Hertha gegen Freiburg, kommentiert von Paul. Etwas aus dem Tabellenkeller rauskämpfen, obwohl natürlich die Niederlage gegen Leipzig ein herber Rückschlag war. Die Partie endete 6:0 für die Leipziger. Gar kein gutes Spiel der Herthaner, obwohl sie zuvor 2:1 gegen Fürth und 3:1 gegen Bochum gewonnen. Freiburg wiederum spielt eher eine starke Saison, der beste Saisonbeginn der Vereinsgeschichte. Vielen Dank, Paul, an dieser Stelle. Station Nummer 2 findet in Dortmund statt. Der FC Augsburg ist zu Gast und es kommentiert für euch Sascha. Das letzte Duell hier ging Anfang des Jahres, genau gesagt am 30. Januar 2021, vor leeren Rängen mit 3:1 für den BVB aus. Manche erinnern sich noch an ein bestimmtes Duell. Im Januar 2020, genau gesagt 18. Januar 2020, in Augsburg das Debüt von Erling Haaland. Aber jetzt war die Aufstellung der Dortmunder. Im Tor Kobel mit Viererkette, dann auf der 6 Witzel, auf der 8 Bellingham Hazard, vorne auf der 10 Reus und im Sturm Haaland und Malen. Soweit von hier, danke Sascha.
Nächste Station 3 von 4 Wolfsburg mit Gregor von der Partie. In der Volkswagen Arena, nämlich Wolfsburg gegen Gladbach, und diese Partie ist, also sie wird so spannend werden. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich diese Partie mit euch begleiten darf. Und ja, wir sehen hier noch, wie Wolfsburg reinkommt mit den Kids vorne. Und dann machen wir das Bild rund in der vierten und letzten Station. VfB Stuttgart gegen Hoffenheim. Auch da für euch begleitet von Felix. Mit einem 3:1 gegen Wolfsburg. Das war sehr überzeugend. Stuttgart seit dem Kräuter-Fürth-Spiel ohne Sieg. Das war am ersten Spieltag. Ein furioses 5:1. Dann dachte man, okay, das könnte eine richtig gute Saison werden für den VfB. Jedoch seitdem, wie gesagt, kein Dreier mehr. Heute soll sich das dann ändern. Die letzten Augenblicke hier auf die Aufstellung von Stuttgart. Beginnen wir aber in der Hauptstadt. Da ist der Ball schon draußen, das ist ungewöhnlich. Los geht's, Hertha gegen Freiburg. Wie gesagt, dort Paul für euch. Auf Eggestein. Jetzt Schalay. Roland Schalay, der Ungarn, der auch bei der EM gegen Deutschland spielte. Höhler. Auf Jong und direkt der erste Abschluss. Aber natürlich kein Problem für Alexander Schwolo, der ja auch eine Freiburger Vergangenheit hat, in Freiburg zu Nummer 1 wurde und zu einer festen Größe in der Bundesliga. Jetzt Freiburg, aber der Ball in den Rücken gespielt. Das war es soweit mit den ersten Eindrücken von hier ab ins Westfalenstadion nach Dortmund. Augsburg scheint ganz gut zu starten. 8 Minuten getreten durch die Augsburger. Der Ball wird scharf rein, macht Niederlechner nach der Seite, gute Abwehr. Aber wenn auch nochmal Niederlechner und wieder sehr gut pariert von Gregor Kobel, der sich jetzt schon nach 5 Minuten zweimal auszeichnen konnte. Sehr schöner Seitfallzieher von Niederlechner, aber vielleicht aus zu spitzem Winkel. So bleibt es beim 0:0 und einer weiteren Ecke für den FC Augsburg. 5 Minuten jetzt gespielt. Noch eine Ecke, das ist eine Aufgabe für Daniel Caligiuri. Schlägt sie rein. Der wird schlecht getretener Ball. Der zweite Ball landet bei Gummi. Niederlechner nochmal im Strafraum. Könnte schießen, er tut's auch, aber gute Abwehr von Arne Lakanji. Der Ball trudelt ins Außen. Abstoß vom Gehäuse der Borussen. Oder? Und da, der Schiedsrichter hat wohl etwas anderes gesehen. Es gibt die dritte Ecke in Folge für den FC Augsburg. Caligiuri gibt die letzten Anweisungen. Vielleicht diese Ecke dann mit Erfolg getreten. Flanke kommt scharf rein, aber die findet auch niemand. Na, sag ich jetzt zum dritten Mal zur Stelle. Geht Robert Gummi. Caligiuri, Gummi. Niklas Dorsch. Hat keine Anschlüsse. Jetzt spielt er so recht auf. Ruben Wagner, so schnell vor Kobel. Er kann auch mal durchstecken. André Hahn. Und er hat pariert. Nun die vierte Ecke. Das entwickelt sich gerade hier. Ein Tor. Ein Spiel auf ein Tor. Aber auf das. Gut, was los hier? Und Tor in Stuttgart. Das erste Tor der Konferenz, Felix hat es gesehen. Wataru Endo, der Japaner, macht es. Und das war sehr einfach. Hier der Pass raus auf Marmoush. Und dann wieder Endo und mit Urgewalt haut er den da rein. Wunderschöner Treffer. Eigentlich ja defensiv orientiert, geht aber ganz gerne auch mal nach vorne. Wataru Endo. Zum zweiten Mal in dieser Saison. Hat den ersten Treffer gegen Kräuter Fürth erzielt. Und heute trifft er wieder. Und das ist ein Schlag ins Gesicht für Hoffenheim. Gerade mal 9 Minuten sind gespielt und schon liegen sie 1:0 hinten. Dann vielen Dank auch für diesen Kommentar zum Moment. Wolfsburg gegen Gladbach ist die nächste Station, die wir uns anschauen wollen. Netz, Luke Bakio,
Kriegt ihn auch hier wieder unter Kontrolle und es geht in die andere Richtung mit Wekost. Luke Bacchio. Wekost. Und wieder Luke Bacchio. Babu. Immer noch ein Babu. Über den Flügel. Macht das jetzt mal schnell. Aber unkontrolliert. Abstoß. Gladbach. Sommer führt aus. Die schöne Wolfsburg Arena. Wie ich sie immer nenne. Und Abstoß kommt. Philipp. Viertelstunde knapp durch in der Konferenz. Wir gehen mal wieder zum nächsten Stadion nach Berlin ins Olympiastadion. Baby Selke. Und dann ist das ganz schwach. Aber der Querpass hat auch nochmal für Gefahr gesorgt im Freiburger 16er. Schlussendlich wurde nichts draus. Jetzt Vengeance zu Grifo. Auf die Außen, auf Jeong. Geht an Zwei Freak vorbei. Müsste flanken, tut er aber nicht. Jetzt nochmal Günther, der Nationalspieler. Auf Höfler. Nochmal Zollei. Und jetzt müssten sie halt mal schießen. Tun sie es? Nein. Eggestein. Und nochmal Kübler, der letzte Woche sein Debüt-Tor in der Bundesliga schießen konnte. Und dann ist es zu kompliziert, was die Freiburger machen. Bleiben aber trotzdem im Ballbesitz. Kübler. Eggestein. Und dann! Schwolo hat den Ball. Wir haben den Überblick. Und fliegen einmal weiter. Wieder nach Dortmund. Und da kommt gerade der BVB. Zurück zu Jude Bellingham. Liverpool hat angeblich ein 93 Millionen Angebot für den 18-Jährigen unterbreitet, welches natürlich sehr hoch ist. Aber ich bezweifle, dass die Dortmunder dieses junge Talent für die Summe gehen werden lassen, der vermutlich in ein paar Jahren vielleicht sogar noch mehr sein wird als diese knapp 100 Millionen. Jetzt geburt dann aber die Ecke. Zurück auf zum Spiel. Malen ist nochmal. Bellingham könnte schießen und stark pariert von Rafa Mikiewicz. Es entwickelt sich gerade hier ein richtiges Eckenspiel nach 25,5 Minuten. Hier sehen wir nochmal den Schuss von Jude Bellingham. Gar nicht mal so umplatziert. Aber Rafa Mikiewicz zeigt einen Riesenreflex. Marco Reus bringt die Ecke nochmal rein. Ecke und Rovellero sehr gut im Kopfball heute. Malen nochmal. Akanji spielt die rein. Axel Witzel. Manuel Akanji, Meunier aufrecht, könnte vielleicht schießen, tut er nicht. Akanji, Witzel, Haaland, Schuss und wieder Gigovic. Wie gesagt, die nächste Ecke, sehr viele Ecken jetzt hier im Spiel. Die erste richtige Aktion von Erling Haaland, der bis jetzt nicht viel zu sehen war. Nächste Ecke, der Borussia. Flanke von Marco Reus, spielt sie rein. Haaland! Knapp über die Latte. Diesmal Abstoß für den FCA. Welchen, wie gesagt, letztes Wochenende eine herbe 13-0 Niederlage gegen SC Freiburg bekommen hat. Gleich eine knappe halbe Stunde durch. So viele Tore gab es bislang noch nicht zu beobachten. In Stuttgart hatten wir eins und dort machen wir jetzt auch weiter. Hoffenheim muss langsamer kommen. Weil Mangala war auch noch ein Bein dazwischen. Aber der VfB zeigt auch gute Ansätze nach vorne und hat jetzt eben auch mit der ersten Chance direkt getroffen. Das ist ja das, was sie in den letzten Wochen so vermisst haben, diese Effizienz vor dem Tor. Das haben sie heute schon nach 9 Minuten viel besser gemacht. Das ist aber natürlich nicht das einzige Problem, das sie haben. Gerade auch die Defensive macht ihnen ordentlich zu schaffen. Mal schauen, ob sie dieses Problem auch in den Griff bekommen. Und wir haben das nächste Tor in Berlin. Bitte Hauptstadt. Der letzte Sonnenwerder Bremen ausgeliehen war mit einer Kaufpflicht bei Klassenerhalt in Höhe von 15 Millionen Euro. Hier zeigt er, warum er diese Millionen wert gewesen wäre. Allerdings stieg Prämie uns allen bekannt natürlich ab. Trotzdem natürlich ein schönes Tor. Gut rausgespielt, dann in die Mitte gespielt.
und da macht Selke eiskalt. Der Ball schlägt perfekt neben dem rechten Pfosten ein. Die Hertha scheint sich wieder gefangen zu haben nach dem Spiel gegen Leipzig. Wolfsburg gegen Gladbach. Wir sind dabei. Vor Ort ist Gregor. Babu jetzt wieder über rechts, viel über rechts, viel über den rechten Flügelflanke. Kommt kein Problem für Jan Sommer. 35 Minuten gespielt. Wolfsburg macht mir einen Tick besseren Eindruck. Und jetzt kommt Weghorst. Arnold. Netz passt auf. Sommer wieder Netz. Stendel. Janschke. Und das Tor in Stuttgart. Der nächste Treffer. Sorry, Gregor, ich muss wieder unterbrechen. Schnell ins Schwabenland. Wie schon in Frankfurt trifft er. Und das geht viel zu einfach für den VfB Stuttgart. Einfacher Ballverlust vorne. Am gegnerischen 16er. Und daraus entwickelt sich das 2:0 für den VfB Stuttgart. Und Omar Marmoush, das ist mal ein Einstand. Scheint sehr gut zu sein, was der VfB hier macht. Zurück nach Wolfsburg, da waren wir eben doch relativ kurz. Über links jetzt Netz. Flanke kommt, Roussillons erstmal da und Hoffmann! Und auf der Linie. Spektakuläre Szene hier, nächstes Tor aber in Dortmund. Augsburg hat es gemacht. Sascha, bitte, was ist da los? Bramberger steht auf einmal rechts ganz frei vor Gregor Kubel, schiebt ihn dann noch ganz locker lässig rechts vorbei an dem Schweizer vor Torwart. Steht ganz frei rechts, hat keinen Gegenspieler, schiebt ihn dann ins kurze Eck. Keine Chance für Gregor Kubel. Wir stehen 1-0 für den FC Augsburg und der BVB strauchelt wieder gegen kleine Mannschaften. Und die zu 0, wieder kein Spiel zu 0, was sehr leid tut für den Torwart der Dortmunder. Der jetzt auch langsam mal einen 1:0-Spiel braucht, um ein bisschen. 1:0 für die Gäste, 0:0 noch in Wolfsburg. Schauen wir in der ersten Halbzeit nochmal vorbei. Embolo hier gerade mit dem Schuss. Gregor nochmal. Castells super mit der Hand noch dran. Der hätte gepasst wie Zucker. Da kann man sich wirklich mal freuen als Torwart, wenn man so einen hält. Kurze Distanz, links unten rein. Ist schwer, aber Castells schon wieder bei der Ecke. Kurz vor der Halbzeit. Immer noch Castells, lässt sich hier gut Zeit. Und ein Babu. Tor in Dortmund. Sascha, schau doch mal bitte mit uns gemeinsam. Was ist da passiert? Im Jersey der Dortmunder für Daniel Mahlen. Vielleicht ist das das erhoffte Erfolgserlebnis, welches er brauchte, um jetzt richtig in Dortmund anzukommen. Er steht auf einmal ganz frei vor Grafa Gikiewicz. Spielt von sich aus gesehen den Ball halb hoch links. Wird noch gestreift, der Ball von Gikiewicz. Sehr wichtig nun, das erste Tor für Daniel Mahlen. Das erste Saisontor, kurz vor der Pause erzielt. Sehr wichtig für Dortmund. Nun steht hier 1:1, wieder alles drin. 45 Minuten haben beide Mannschaften gleich noch Zeit, um dieses 1:1 zu ihren Gunsten zu drehen. Halbzeit angezeigt. Jetzt sind wir in der 47. Minute. Einwurf für die Augsburger. Da wird sich jetzt beschwert, dass der Ball nicht rechtzeitig nachgeworfen kommt. Jetzt Caligiuri mit dem Einwurf. Oder? Was? Ah, Freistoß für den FC Augsburg. Nicht so aussichtsreiche Position, aber mit einer gefährlichen Flanke in den Strafraum könnte da was gehen. Caligiuri schlägt diese Flanke in den Strafraum, die wird geklärt. Keine Gefahr. Und das war's dann auch schon. Und dann ist auch auf dem letzten Platz erstmal Pause. Dortmund noch mit dem 1:1 kurz vor dem Seitenwechsel. Wir schauen jetzt kurz drauf in der Pause, was bislang passiert ist. 5 Tore haben wir gesehen, wie sie verteilt sind. Das schauen wir uns jetzt konkret an und hoffen dann im zweiten Durchgang natürlich, dass es auch torreich und unterhaltsam weitergeht.
Der VfB Stuttgart führt nach 45 Minuten 2:0 gegen Hoffenheim, Dortmund gegen Augsburg gerade gesehen 1:1, Wolfsburg gegen Gladbach ebenfalls unentschieden 0:0 und Hertha führt zur Pause mit 1:0 gegen Freiburg. Ich hoffe, euch gefällt das ganze Format. Ich würde einfach sagen, wir schauen in den zweiten Durchgang rein, hoffen, dass noch ein paar Tore fallen. Ansonsten viel Spaß weiterhin und danke nochmal fürs Reinschalten. Und damit begrüße ich Sie zum zweiten Durchgang im Olympiastadion. Jas Kasibam. Jas Bremski mit einem gekonnten Seitenwechsel, aber Günther Starr verliert aber wieder den Ball gegen Richter. Der müsste flanken, der tut dies auch, allerdings ist die Flanke zu weit. Kommt in den Rücken von Jas Bremski. Jetzt Plattenhardt. Nochmal der Spremski und nochmal Plattenhardt. Der hat jetzt die Seite frei. Tor in Dortmund. Wunderbarer Start. Schnell ins Westfalenstadion. Die Vorlage auf den Teamkollegen Erling Haaland. Ein Tor, eine Vorlage jetzt für den Niederländer. Erling Haaland verwandelt in seiner unnachahmlichen Art. Kurz, da steht er ganz kurz vor Gregorovic und haut ihn dann rechts oben rein. Keine Chance natürlich für den polnischen Schlussmann. Das macht er richtig cool, mit links oben, rechts oben rein. Keine Chance für Gikiewicz, der Norweger baut seine Torquote aus. 2:1 für den BVB. Nun wird es wahrscheinlich schwierig für den FC Augsburg, da der BVB jetzt sowas wie eine Art Druck entwickelt. Keine Offensivaktion mehr in den letzten Minuten bei den Augsburgern, aber jetzt vielleicht kommt Ruben Vargas nochmal. André Hahn. Danke Sascha, Dortmund führt mit 2:1, jetzt schauen wir wieder in Stuttgart vorbei, dort auch die Gastgeber in Führung 2:0, Felix hat ein Auge drauf. Mangala, das ist eine gute Idee, aber Richards ist dazwischen, der war wichtig. Ansonsten wäre das wohl eine 1-gegen-1 Situation geworden und Kontermöglichkeit TSG 1899 Hoffenheim und ein Baumgartner. Der bringt den in die Mitte. Ja, erstmal kein Handspiel von Sosa, aber auch keine Proteste. Also wird das wohl auch so gewesen sein und Ilas Bebu trifft für die TSG, es steht nur noch 2:1. Ganz aus dem Nichts ist das auf jeden Fall nicht. Und das ist ein eiskalter Abschluss, das ist perfekt, der ist perfekt getroffen von Bebu. Und dieses Mal ist auch Müller geschlagen. 2:1 jetzt auch hier in Stuttgart, noch keine Tore und das ist immer noch die einzige Station, wo wir warten, ist in Wolfsburg. Gregor, wann geht's denn da mal los mit den Hütten? Vielleicht eine neue Technik aus 2021, man weiß nicht. Steffen. Philipp. Steffen, wieder Philipp. Raus auf den Babu. Wie gesagt, sehr offensiv heute. Also Wolfsburg generell. Dann sind sie mal sehr passiv. Dann schalten sie aber wie jetzt direkt um. Schalten jetzt wieder ein bisschen passiver. Aber Babu macht es da gut auf dem Flügel. Und jetzt, oh, Wekost! 0-1, da wird so viel geredet. Und die Nummer 9, Wekost, mit dem 0:1. Und die Wölfe, die jaulen zum 1:0. Und Gladbach schaut nur zu. Da rede ich so viel und dann ist Wekost viel zu frei. Und da kommt der Passstellungsspielfehler von Sommer. Aber das ist Wekost egal. So, dann also auch tatsächlich, die letzte 0 ist gefallen, Wolfsburg führt mit 1:0 und wir schalten in die Hauptstadt. Und Jeong aus einer guten Schutzchance, wird erstmal nix. Kübler, gute Flanke und gute Kopfballmöglichkeit für Lukas Söhler. Ball geht knapp über die Latte. Schwolo wird den Ball jetzt wahrscheinlich falsch schlagen.
Und jetzt Arne, vielleicht nochmal mit der Chance. Selke geht jetzt vom Platz. Piotrek kommt für ihn in die Partie. Der Pole, der aus Mailand kam vor 2 Jahren. Danach aber sich nicht mehr wirklich. Danke, Paul. Und Tor, Tor in Stuttgart. Spektakel. Hier für die TSG. Das ist richtig gut gespielt, aber wie frei steht der Kroate da bitte? Karasor, Anton stehen da viel zu weit weg. Mangala kriegt den Passweg nicht zu. Müller kann man da definitiv keinen Vorwurf machen. Das ist eiskalt abgeschlossen von Kramaric. Und jetzt steht es 2-2. Da ist die Führung dahin vom VfB Stuttgart. Dortmund führt noch mit 2-1 gegen den FC Augsburg. Können Sie das halten, Sascha? Ecke für Dortmund. Da sieht man mal, da lässt er den Verteidiger aussteigen. Corvileo war es, lässt er da aussteigen. Hat dann den Torschussgelegenheit. Nutzt diese auch, aber nicht erfolgreich. Nun weitere Ecke für den BVB. Aber vorher wird erstmal gewechselt. Es ein positionsgetreuer Wechsel wird durchgeführt. Es verlässt Guerrero und Schulz. Und auf der anderen Seite genauso. Es kommt Arne Meyer und es verlässt Daniel Caligiuri, der mir dieses Spiel sehr gut gefallen hat. Aber da wollte der Augsburg-Trainer wohl etwas Neues probieren. Jetzt Malen, dribbelt in den Strafraum, Bellingham spielt noch raus. Das nochmal Akanji, Hummels, Bellingham, jetzt wird der Kurzpass gespielt, Erling Haaland, Reus. Reus nochmal und der Schuss und wieder sehr gut gehalten von Rafael Gikiewicz. Der, wie gesagt, ein sehr gutes Spiel macht, genauso wie sein Gegenüber auf den Seiten der Dortmunder, Gregor Kobel. Beide Torwerte einen machen, ein sehr gutes Spiel. Aber jetzt nochmal der Torwart, diesmal ausgeführt von Haaland, warum auch immer. Erling Haaland mit der Ecke, André Hahn, können Sie klären, Torgan Hazard. Tor in Stuttgart, das ist der absolute Wahnsinn, was ist da bitte los in der Mercedes-Benz Arena, Felix? Von Ilas Bebu. Wunderschöner Treffer. Karasor geht erneut nicht entschlossen drauf und da passt überhaupt nichts dazwischen. Ein perfekter Schuss von Bebu. Doppelpack, Spiel gedreht. Und Stuttgart wird sich fragen, was hier passiert ist in dieser zweiten Hälfte. Aus 2-0 macht 2-3. Hoffenheim hat's vorgemacht. Kann Gladbach auch nochmal zurückkommen? Sie liegen mit 1-0 in Wolfsburg hinten, haben noch 20 Minuten Zeit, bitte. Ja. Und jetzt Wekos, der Torschütze zum 0-1 vor 10 Minuten knapp. Abseits von Baku. Was glaube ich, ja. Ja, ein Schritt oder ein Fuß im Abseits. Ginter führt den Freistoß aus. Nochmal ein Wechsel. Neuhaus kommt und Kone geht. Auch bei ihm bin ich der Meinung, er hat nicht ganz ins Spiel gefunden. Er hat die Bälle hin und her gepasst wie der Beste der Welt, aber zum Abschluss hat er einfach nicht gefunden und das ist dann auch das Problem bei Gladbach. Wenn man nicht zum Abschluss findet, dann ist man halt auch null hinten mit 0 Toren. Aber jetzt erstmal ist Galli, Zakaria, Bennis, Neuhaus, Stendel, Castells, Weltklasse. Lattentreffer hier und Tor in Dortmund. Nummer 4 an diesem Tag. Ich lege mir fest, das ist die Entscheidung. Auch daher gesehen, dass von den Augsburgern jetzt gar nichts mehr nach vorne kam. Und jetzt das 3-1 durch Marco Reus, der auch ein sehr gutes Spiel macht. Sehr viel, an sehr viel offensiven Aktionen beteiligt. Das 3-1 für Borussia Dortmund. Einmal Malen, einmal Haaland, einmal Reus. Die zweite Vorlage nun für Marco Reus. Da wird sich nicht mehr viel dran rütteln. Aber wer weiß, im Fußball ist immer alles möglich. Ruben Vargas kommt jetzt vielleicht Augsburg nochmal. Noch gut 15 Minuten zu spielen. Ruben Vargas, Niklas Dorsch.
Mats Pedersen. Ries Oxford nochmal jetzt. Arne Meyer im Strafraum dreht sich fest. Pedersen mit dem Schuss. Aber der geht daneben. Keine Gefahr. Auf Seiten der Augsburgern. Keine Gefahr. Kobel. Hätte ihn vermutlich pariert, wenn er aufs Tor gekommen wäre. Ist er leider nicht. Ist das möglicherweise hier mit dem 3:1 schon die Entscheidung gewesen? In Berlin ist es auf jeden Fall noch knapper. Dort führt die Hertha weiterhin 1:0 gegen Freiburg ab ins Olympiastadion. Dran da jetzt die Kontermöglichkeit für die Freiburger. Grifo hat ja definitiv starke Qualitäten, einer der besten Spieler in der Bundesliga. Und das ist das! 1:1 von den Freiburgern. Es war Nils Petersen, wer auch sonst, der Joker. Der beste Joker der Bundesliga-Geschichte sticht mal wieder. Denn er kam erst vor wenigen Minuten in die Partie. Wie hätte es auch anders sein können? Nils Petersen trifft nach seiner Einwechslung. Und Freiburg kann ausgleichen. Super gespielt, super Hackentrick und dann ist es unhaltbar für Schwolo. Petersen macht gegen seinen ehemaligen Teamkameraden das 1:1 und der Tana. Da hat es geklingelt. 1:1 Nils Petersen mit dem Ausgleich und der VfB Stuttgart möchte auch an eben diesem Ausgleich schrauben. Gibt es die nächste Niederlage hier für den VfB Stuttgart? Langsam spitzt sich die Lage ein wenig zu. Marmusch! 3:3, was ist das für ein Spiel? 84. Spielminute. Jetzt kommt der VfB zurück und es ist wieder ein Weitschuss und wieder ein wunderschönes Tor. Oma Marmusch, ebenso wie Bebu Doppelpacker. Stellungsspiel von Baumann mindestens mal nicht optimal. Aber nichtsdestotrotz ist das ein super Abschluss von Marmusch. Wahnsinn, Wahnsinn. Und Tor in Berlin. Das nächste Tor. Das 2:1, genau. So ist es. Nach einer starken Vorarbeit von Richtern kann Mark Fleck nur noch hinterher gucken. Toussaint ist es mit dem Ball, aber Richter behauptet den Ball ja stark auf der Außen. Flecken kann da nichts machen, absolut gar nichts. Und so führt die Hertha jetzt wieder. Also diese Konferenz hat nicht zu viel versprochen. 4 Partien und etliche Tore wirklich. In Wolfsburg bislang 1 gefallen, aber Gladbach kommt nochmal, wie es aussieht. Wir spielen jetzt in den letzten knapp 30 Minuten viel besser. Aber Castells, dieser Mann, der kratzt alle Dinger raus. Ich würde auch jetzt eine Schätzung sagen, dass Gladbach das Doppelte an Chancen hat, wo Wolfsburg hat. Und das ist echt zu verdanken an Castells. Jetzt aber erstmal Baku. Über links, Scully kriegt ihn. Zakaria, Embolo. Nochmal zurück auf Scully. Und Tor in Stuttgart. Es ist unfassbar. 3:4 für Hoffenheim. 7. Tor in dieser Partie. Ich würde sagen, das ist die Entscheidung. Und die TSG freut sich auf jeden Fall auch so, als wäre das die Entscheidung. Aber ich will mich bei diesem Fußballspiel nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. 3:4. Das ist super gemacht von Samaseku, dann stimmen die Abstände einmal mehr nicht beim VfB. Bebu bedient ihn erneut. Und der Abschluss ist super. Keine Chance für Müller. 3:4. Aber das Spiel ist immer noch nicht vorbei. Noch bleibt dem VfB Zeit. Dafür müsste es jetzt aber sehr schnell nach vorne gehen, Al-Ghadoui.
die Davi. Die Davi, oben wäre Platz gewesen, aber er spielt den Ball nicht ab und Adamian hat ihn. Und jetzt ist es vorbei. Hoffenheim gewinnt in Stuttgart mit 3:4. Unglaublich, was für ein Spektakel in Stuttgart. In Dortmund laufen noch die letzten Spielzüge. Gucken wir noch an. Mal jetzt nochmal. Die 3 Minuten nach Spieltag jetzt abgelaufen. Schiri lässt dies einfach aber nochmal durchgehen. Bitte nochmal, jetzt nochmal ganz ruhig aufgebaut über den Spielmacher, der Borussia Axel Witz. Und nun müsste der auch abweifen, er tut's. Nach 95 Minuten steht's hier 3:1 im Signal Iduna Park für den BVB. Man hat die Niederlage letzte Woche in Mönchengladbach gut abgeschüttelt. Währenddessen muss der FC Augsburg aufpassen, dass man nicht in eine handfeste Krise gerät, die vielleicht sogar, man weiß, die Saison ist früh, aber diese Krise, die vielleicht auch in den Abstieg geraten kann. Dortmund gewinnt also mit 3:1 gegen Augsburg. In Wolfsburg ist ebenfalls Schluss. Schauen wir nochmal auf die Ergebnisse. Oben sind sie eingeblendet und Gregor wird dann die Konferenz beenden. Hören wir nochmal rein in die Volkswagen Arena. Wenn man sagt im Alleingang, dann meine ich jetzt so im Tor bei ihm. Zu stark. Und die Wölfe jaulen zum 1:0 Sieg und kämpfen sich auch durch. Und das war's hier bei dieser Partie. VfB gegen TSG an diesem wunderschönen 2. Oktober hier in Stuttgart. Und das ist richtig gut rausgespielt. Endo, Al-Ghadoui, Endo, Marmoush in die Mitte und da ist wieder Endo. Und da ist das 1:0 für den VfB Stuttgart. Wataru Endo, der Japaner, macht es. Und das war sehr einfach. Hier der Pass raus auf Marmoush. Und dann wieder Endo und mit Urgewalt haut er den da rein. Wunderschöner Treffer. Eigentlich ja defensiv orientiert, geht aber ganz gerne auch mal nach vorne. Wataru Endo. Samasiku. Nimmt den gut in die Mitte zu Kramaric. Jedoch steht Anton da gut und es geht wieder in die andere Richtung. Koulibaly. Al-Ghadoui. Marmoush wird nicht angegriffen. 2-0. 2-0 VfB. Omar Marmoush. Wie schon in Frankfurt trifft er. Und das geht viel zu einfach für den VfB Stuttgart. Einfacher Ballverlust vorne. Am gegnerischen 16er. Und daraus entwickelt sich das 2:0 für den VfB Stuttgart. Und Omar Marmoush, das ist mal ein Einstand. 4 Spiele, 2 Tore. Eiskalt vor dem Tor, das kann man auf jeden Fall sagen. Und die TSG muss jetzt schauen, dass sie in der zweiten Hälfte eben zurückkommen. Auf ihn wird natürlich besonders geachtet. André Kramaric, die große Hoffnung der TSG. Erstmal kein Handspiel von Sosa. Aber auch keine Proteste. Also wird es wohl auch so gewesen sein. Und Ilas Bebu trifft für die TSG. Jetzt steht nur noch 2:1. Ganz aus dem Nichts ist das auf jeden Fall nicht. Und das ist ein eiskalter Abschluss. Das ist perfekt. Der ist perfekt getroffen. Von Bebu. Und dieses Mal ist auch Müller geschlagen. Hoffenheim ist zurück. Und jetzt muss Stuttgart aufpassen. Wenn sie sich hier das 2:2 fangen, dann könnte das ganze Spiel kippen, wenn es das nicht schon ist. Bebu auf Samaseku. Der in den Rückraum. Und das ist klasse gespielt. Und da steht 2:2. André Kramaric. Wie einfach geht das hier für die TSG? Das ist richtig gut gespielt, aber wie frei steht der Kroate da bitte?
Karasor, Anton stehen da viel zu weit weg. Mangala kriegt den Passweg nicht zu. Müller kann man da definitiv keinen Vorwurf machen. Das ist eiskalt abgeschlossen von Kramaric. Aber da ist er momentan beim VfB Stuttgart definitiv nicht der Einzige. Und jetzt kommt wieder Hoffenheim. Die wollen dieses Spiel jetzt unbedingt drehen. Kramaric, Bebu! Das ist unglaublich. 2:3. Und was für ein Abschluss von Ilas Bebu. Wunderschöner Treffer. Karasor geht erneut nicht entschlossen drauf und da passt überhaupt nichts dazwischen. Ein perfekter Schuss von Bebu. Doppelpack, Spiel gedreht. Und Stuttgart wird sich fragen, was hier passiert ist in dieser zweiten Hälfte. Langsam spitzt sich die Lage ein wenig zu Marmoush. Marmoush! 3:3, was ist das für ein Spiel? 84. Spielminute. Jetzt kommt der VfB zurück und es ist wieder ein Weitschuss. Und wieder ein wunderschönes Tor. Oma Marmoush, ebenso wie Bebu Doppelpacker. Stellungsspiel von Baumann mindestens mal nicht optimal. Aber nichtsdestotrotz ist das ein super Abschluss von Marmoush. Baumgartlinger in die Mitte. Anton klärt. Samaseku mit der Hacke. Bebu und wieder Samaseku. Das ist unglaublich. Das ist unvorstellbar. 3:4 für Hoffenheim. 7. Tor in dieser Partie. Ich würde sagen, das ist die Entscheidung. Und die TSG freut sich auf jeden Fall auch so, als wäre das die Entscheidung. Aber ich will mich bei diesem Fußballspiel nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. 3:4. Das ist super gemacht von Samaseku. Dann stimmen die Abstände einmal mehr nicht beim VfB. Bebu bedient ihn erneut. Und der Abschluss ist super. Keine Chance für Müller. 3:4. Stuttgart 3, Hoffenheim 4. Wir müssen das jetzt erstmal aufarbeiten. Und der VfB wieder ohne Punkt. Es ist unglaublich. Ein schmerzhaftes 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach setzte es gegen den BVB letzte Woche im Meisterschaftskampf. Jetzt die erste Ecke nach 4,5 Minuten, getreten durch die Augsburger. Der Ball wird scharf reingebracht. Niederlechner, Hazard gut mit der Abwehr. Aber wenn auch nochmal Niederlechner und wieder sehr gut pariert von Gregor Kobel, der sich jetzt schon nach 5 Minuten zweimal auszeichnen konnte. Ein sehr schöner Seitfallzieher von Niederlechner, aber vielleicht aus zu spitzem Winkel. Weitere Ecke, jetzt die 4. in Folge. Nach 10 Minuten Spielzeit. Bellingham kann nochmal rausspielen. Gummi nochmal. Gehalten, Kurbelpfosten! Und war das nochmal in Flatte? Das ist wie verhext jetzt bei den Augsburgern. Das haut Vargas den an den linken Pfosten. Und dadurch wird dann an die Latte jetzt malen. Erling Haaland. Spielt nochmal links raus. Links ist Correo. Der könnte in die Flanke reinschlagen. Jorge Leo klärt sehr gut. Und nochmal rüber. Vargas, Bellingham hat schon den Schuss. Daniel Malen, der bis jetzt noch kein Saisontor erzielen konnte. Braucht jetzt mal langsam ein Erfolgserlebnis bei den Borussen, um richtig anzukommen. Mats Petersen, Ruben Vargas nochmal. Petersen, Vargas, jetzt im Zusammenspiel. Vargas, Caligiuri, hat Platz. Vargas, könnte vielleicht den Flank bringen, da ist niemand, aber das Stramberger und das Tor! Für den FC Augsburg, das kam jetzt aus dem Nix, das Tor der Augsburger. Raphael Framberger steht auf einmal rechts, ganz frei. Vor Gregor Kobel schiebt ihn dann noch ganz locker lässig rechts vorbei an dem Schweizer vor Torwart. Steht ganz frei rechts, hat kein Gegenspieler, schiebt ihn dann ins kurze Eck.
keine Chance für Gregor Kobel. Wir stehen 1-0 für den FC Augsburg und der BVB strauchelt wieder gegen kleine Mannschaften. Und die zu 0, wieder kein Spiel zu 0, was sehr leid tut für den Torwart der Dortmunder. Reus spielt ihn durch. Guerrero, da ist man allein von Giekewitz und das Tor für den BVB. Es ist das erste Tor im Jersey der Dortmunder für Daniel Malen. Vielleicht ist das das erhoffte Erfolgserlebnis, welches er brauchte, um jetzt richtig in Dortmund anzukommen. Da steht auf einmal ganz frei vor Grafa Giekewitz. Spielt von sich aus gesehen den Ball halb hoch links. Wird noch gestreift, der Ball von Giekewitz. 1:1 steht zwischen den beiden Mannschaften, zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg. Wir freuen uns auf die zweite Halbzeit hier im Signal Iduna Park. Thorgan Hazard, Witzel, langsamer Aufbau jetzt der Steilpass auf Haaland. Der spielt einen hohen Ball auf Guerrero. Durchläuft Hazard, Daniel Malen, Haaland, Tor! Kurz nach der Pause, jetzt läuft richtig für Malen. Die Vorlage auf den Teamkollegen Erling Haaland. Ein Tor, eine Vorlage jetzt für den Niederländer. Erling Haaland verwandelt in seiner unnachahmlichen Art. Kurz, da steht er ganz kurz vor Giekewitz und haut ihn dann rechts oben rein. Keine Chance natürlich für den polnischen Schlussmann. Das macht er richtig cool. Mit links oben, rechts oben rein. Keine Chance für Giekewitz. Der Norweger baut seine Torquote aus. Torgen Hazard auf Strafraumrand, da ist nochmal Haaland! Giekewitz hält. Sehr guter Reflex. Ecke für Dortmund. Da sieht man nochmal, da lässt er den Verteidiger aussteigen. Corvileo war es, lässt er da aussteigen. Witzel. Bellingham. Abgewehrt, nochmal Meunier. Kurzer Pass, Bellingham. Nochmal Meunier, da ist Marco Reus und das Tor! In der 76. Spielminute. Ich lege mich fest, das ist die Entscheidung. Auch daher gesehen, dass von den Augsburgern jetzt gar nichts mehr nach vorne kam. Und jetzt das 3:1 durch Marco Reus, der auch ein sehr gutes Spiel macht. An sehr viel offensiven Aktionen beteiligt. Das 3:1 für Borussia Dortmund. Hier ist alles gegessen. 3:1 für den BVB gegen den Augsburg. Eine wirklich tolle Partie heute am Samstag in der Volkswagen Arena, nämlich Wolfsburg gegen Gladbach. Luke Bacchio, Weghorst, wieder Luke Bacchio. Babu, immer noch ein Babu, über den Flügel, macht das jetzt mal schnell. Aber unkontrolliert. Abstoß. Gladbach. Da kam beinahe der Steilpass. Da kommt da auch Weghorst. Philipp. Ginter. Erster Abschluss. War nicht aufs Tor, aber abgeblockt. Von Philipp. Über links jetzt Netz. Flanke kommt, Roussillons erstmal da und Hoffmann! Und auf der Linie. Ich weiß nicht, was Castells da gemacht hat, aber auf der Linie rettet er. Und Scaliampolo, Castells. Erster guter Abschluss. Oder erster Torschuss generell hier mal in der Partie von Embolo. Castells super mit der Hand noch dran. Der hätte gepasst wie Zucker. Wolfsburg insgesamt mit mehr Ballbesitz. Aber Gladbach dann mal eine Chance gehabt. Wirklich gut. Und Castells hat die rausbekommen. Wie sonst was. Aber wir sehen uns bei der zweiten Hälfte. Zeigt an, wohin es gehen soll. Wird die Ecke jetzt gleich reinschlagen. Macht da jetzt auch Hoffmann auf Stindl. Auf Stindl! Und Castells schon wieder. Super. Und es gibt wieder Ecke. Dreimal hintereinander. Ich weiß nicht genau, wer es gerade war.
Aber der Kopfball sah gut aus und die Parade aber noch besser von Castells. Also Wolfsburg generell, dann sind sie mal sehr passiv, dann schalten sie aber wie jetzt direkt um. Schalten jetzt wieder ein bisschen passiver, aber Dago macht es da gut auf dem Flügel. Und jetzt so, oh, Wekost! 0-1, da wird so viel geredet. Und die Nummer 9, Wekost, mit dem 0-1. Und die Wölfe, die jaulen zum 1-0. Und Gladbach schaut nur zu. Da rede ich so viel und dann ist Wekost viel zu frei. Und da kommt der Passstellungsspielfehler von Sommer. Aber das ist Wekost egal. Der zieht ab ins kurze Eck und versenkt das Ding. Doppelter Wechsel jetzt. Aber jetzt erstmal ist Galli, Zakaria. Bennes, Neuhaus, Stindl, Castells, Weltklasse. Also ich bin immer noch überzeugt, dass Castells hier Man of the Match wird. Ecke kommt von Hoffmann. Babu klärt erstmal. Unter Möglichkeit. Und das war's. Und die Wölfe jaulen zum 1-0 Sieg und kämpfen sich auch durch. Und das war's hier bei dieser Partie. Hallo und herzlich willkommen aus dem Berliner Olympiastadion, wo die Hertha aus Berlin auf den SC Freiburg trifft. Vincenzo Grifo, einer der besten Freistoßschützen der Liga mit diesem Traumpass, aber Schwolo mit einer starken Parade. Gegen seine alten Mannschaftskameraden kriegt er hier das Ball noch schnell genug ausgefahren. Gute Möglichkeit für die Freiburger, hier das 1-0 zu machen. Jetzt Richter, sehr alleine auf dem rechten Flügel. Nochmal Richter und nochmal Selke. Und was eine Parade von Marc Flecken. Der Niederländer, der ja einst zum Meme wurde, nachdem er ein Gegentor kassierte, als er noch beim Trinken war im Trikot des MSV Duisburgs. Hier hält er den Ball aber dafür umso stärker. Jetzt müsste die Flanke kommen. Kommt sie auch, aber schwach. Oh, aber der Kopfball ist dafür richtig gut. Jürgen Ekelenkamp knapp am Tor vorbei. Der hätte Marc Flecken diesmal aber wirklich nichts machen können, nachdem er den Ball gerade eben schon wirklich überragend rausgefischt hat. Jetzt mal wieder Plattenhardt. Sehr da. Askasiba, Ekelenkamp. Und das ist nicht das 1-0. Richter. Boah. Das war mal eine Gelegenheit. Setzt den Ball hier knapp über die Latte. Ich dachte, Flecken wäre noch dran gewesen. War er aber nicht. Folge ist natürlich Abschlag. Jetzt Richter. Hier ist Bremski, der junge Profi, der Herr Zahner. Der Deutschpole, und das ist das 1-0. Davy Selke, der letzte Saison Werder Bremen ausgeliehen war, mit einer Kaufpflicht bei Klassenerhalt in Höhe von 15 Millionen Euro. Hier zeigt er, warum er diese Millionen wert gewesen wäre. Allerdings stieg Bremen uns allen bekannt natürlich ab. Trotzdem natürlich ein schönes Tor. Gut rausgespielt, dann in die Mitte gespielt. Und da macht Selke eiskalt. Der Ball schlägt perfekt neben dem rechten Pfosten ein. Allerdings ist jetzt Halbzeit. Die Herzaner führen zur Halbzeit. Eine wirklich starke Partie von beiden Mannschaften. Die Hertha allerdings mit einem Chancenplus. So ist die Führung natürlich verdient. Grifo hat Zeit, hat Raum, hat Platz. Jong, Höhler. Und Jong aus einer guten Schutzchance. Wird erstmal nichts. Kübler, gute Flanke und gute Kopfballmöglichkeit für Lukas Söhler. Ball geht knapp über die Latte. Grifo hat ja definitiv starke Qualitäten, einer der besten Spieler in der Bundesliga, und das ist das 1-1 von den Freiburgern. Es war Nils Petersen, wer auch sonst, der Joker.
der beste Joker der Bundesliga-Geschichte sticht mal wieder, denn er kam erst vor wenigen Minuten in die Partie. Wie hätte es auch anders sein können? Nils Petersen trifft nach seiner Einwechslung. Und Freiburg kann ausgleichen. Super gespielt, super Hackentrick und dann ist es unhaltbar für Schwolo. Legt in die Mitte und da ist Piontek! Und das direkte 2:1 im Gegenzug. Piontek ist da und macht das 2:1, genau. So ist es. Nach einer starken Vorarbeit von Richter kann Mark Fleck nur noch hinterher gucken. Toussaint ist es mit dem Ball, aber Richter behauptet den Ball ja stark auf der Außen. Flecken kann da nichts machen, absolut gar nichts. Und so führt die Hertha jetzt wieder. Piontek mit dem entscheidenden Tor. Der Pole kann sich selbst auf die Schulter klopfen. So bringt er den Herthanern den 9. Saisonpunkt ein. Und Freiburg mit der ersten Niederlage in dieser Saison. Ich verabschiede mich von meinen Kommentatorenbossen. Tschüss. Topspiel am Samstagabend zwischen RB Leipzig und dem VfL Bochum. Die Vorzeichen doch relativ klar, aber RB Leipzig unter der Woche enttäuschten sie gegen Brügge daheim, verloren in der Champions League und der VfL Bochum stabilisierte sich mit dem 0:0 gegen den VfB Stuttgart und wollte auch hier in der Defensive erstmal gut stehen, aber nach 4 Minuten dann schon die erste Chance von RB Leipzig. Im letzten Heimspiel konnte man hier, also im letzten Heimspiel in der Bundesliga, konnte man ja die Hertha mit 6:0 schlagen. Gut, da hatten die Hauptstädter auch wirklich nicht viel entgegenzusetzen. RB Leipzig aber gut nach vorne. Paulsen mit dem Ball zu Christoph van Kunku. Paulsen, der wieder den Vorzug erhielt vor Silva. Hier ist er wieder und legt dann vor für Emil Forsberg. 24. Minute, 1:0 RB Leipzig. Manu Riemann kann sich strecken, erreicht diesen Ball aber nicht mehr. Mit 1:0 ging es dann auch in die Pause. Bochum konnte nach vorne bis dato noch nicht wirklich viel zustande bringen. Und RB Leipzig machte im zweiten Durchgang auch gut Druck. Bockhorn mit dem Fehler. Orban passt auf, Angelinho leitet dann wieder den Gegenangriff ein. Emil Forsberg zu Angelinho, Haidara kein Zugriff der Bochumer, Paulsen zu Nkunku. Kein Abseits, Treffer hätte gezählt, tolle Parade von Riemann, Nkunku verzweifelt. Nach etwas mehr als einer gespielten Stunde dann mal wieder der VfL Bochum, Löwen zu Antwi Ajay, der bringt die Flanke und da ist Sebastian Polter. Ausgleich aus dem Nichts, 62. Minute, bleibt einfach standhaft im Zweikampf. Aus kurzer Distanz für Peter Gulaschi nichts mehr zu bereinigen und direkt nach diesem Anstoß setzte der VfL Bochum wieder nach. Vom Anstoßpunkt wirklich weg. Antwi Ajay, Löwen zu Sebastian Polter. Und der wird doch nicht! Das wäre ein Doppelschlag gewesen. Setzt den hier aber an die Latte. Gulaschi wohl noch mit den Fingerspitzen dran. Das wäre es gewesen mit dem Doppelschlag. Dann wieder RB Leipzig. Es war mittlerweile ein mitreißendes Fußballspiel. Mukiele sieht Nkunku. 71. Minute, 2:1, Leipzig wieder in Führung und das war auch die letzte Aktion. Der VfL Bochum schlägt sich wirklich tapfer, hätte auch was Zählbares mitnehmen können. Am Ende setzt sich Leipzig aber knapp mit 2:1 durch. Der erste FSV Mainz 05 gegen den ersten FC Union Berlin, fast Tabellennachbarn, 6. gegen 8. Union Berlin in den dunklen Trikots setzte hier von Beginn an eigentlich ein gutes Auswärtsspiel an den Tag, aber es dauerte über eine halbe Stunde, bis dann mal was Spektakuläres passiert und dann kam es auch von den Mainzern. Burkhardt auf Boetius, Dominik Kor mit dem Lupfer in Richtung 16er, maßgültiger Konter. 34. Minute, Karim Onisivo mit dem 1:0. Andreas Lute bis dahin vollkommen beschäftigungslos.
Und dann tatsächlich, wie aus dem Nichts, das 1:0 für Mainz. Aber diese Kontersituation, diese Umschaltaktion, das war richtig stark. Burkhardt, Boetius! Diesmal kann sich Lute auszeichnen. Guter Abschluss, leicht angedreht und dann fliegt Lute und für stehen. Mit diesem 1:0 ging es erstmal in die Pause. Union Berlin hatte zwar mehr vom Spiel, aber der erste FSV Mainz 05 hatte die Chancen und bislang auch das einzige Tor erzielt. Kurz nach Wiederanpfiff dann Mainz aktiver. Brosinski, Onisivo zu Burkhardt. 2:0, 48. Minute. Zieht direkt ab. Überrascht damit wohl auch noch etwas Lute. Und dann ist das ein sehr platzierter, ein strammer Schuss ins linke Eck. 2:0, also optimaler Start für Mainz 05 in den zweiten Durchgang. Und es ging gut weiter. Onisivo, 62. Minute, 3:0 schon. Das war auch eine sehr konsequente und effiziente Chancenverwertung. Jetzt machten sie weiter, spielten sich fast in einen Rausch. Lukoki, Onisivo, da im Doppelpassspiel kann sich den Ball hin und her legen. Boetius! Und Lute verhinderte dann Schlimmeres in der 69. Spielminute. Das 4:0 sicherlich möglich und denkbar in dieser Szene. Lute, die Sicht noch leicht verdeckt, beschwert sich dann bei seinen Vordermännern. 10 Minuten vor dem Ende dann auch mal wieder Union Berlin. Khedira und Grisha Prömel mit dem Ball zu Avoni in die Arme von Zentner. Der hat kurz Probleme, hat den Ball dann aber im Nachfassen. Somit bleibt es am Ende beim 3:0 für Mainz. Sicherlich ein Treffer zu hoch, aber trotzdem wieder ein sehr guter Auftritt der Gastgeber. Der FC Bayern München empfängt am Sonntag frühabend Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena. Frankfurt hatte Probleme. Sané alleine auf weiter Flur. In der Frühphase der Partie legt dann quer Hinteregger erstmal dazwischen. Bayern aber bleibt dran. Lewandowski, Gnabry, Kevin Trapp. Er brauchte heute einen sehr guten Tag, damit das was werden würde mit dem Punktgewinn. Frankfurt spielt ja eigentlich nur noch 1:1 in der Bundesliga. Aber hier mussten sie aufpassen, tatsächlich den frühen Rückstand erstmal zu vermeiden. Sonst könnte es auch übler werden. Bayern aber zielstrebig und dann auch nicht mehr zu stoppen. 1:0, Leroy Sané. Super schöner Pass von Serge Gnabry. Sané startet im entscheidenden Moment. Steht nicht im Abseits und macht das Ding rein. Ging auch gut weiter. Kimmich rechts raus zu Gnabry. Stanisic wieder zu Joshua Kimmich. Lewandowski auf Goretzka, der weitergeleitet. 2:0, Leroy Sané. 1:1 für Frankfurt also nicht mehr möglich. Aber das hätten sie sich sicherlich jetzt sehr gut vorstellen können. Hätten sie mit Kusshand genommen, aber es wurde noch böser. In Durchgang 1, Leroy Sané, lupenreiner Hattrick, ein schöner Abschluss vom Strafraumrand, bis dahin der Spieler im Fokus, 3:0 nach 45 Minuten. Jetzt musste tatsächlich Frankfurt aufpassen, dass es nicht ganz schlimm wird. Die Bayern aber machten erstmal weiter mit Kimmich und Trapp, der sich auszeichnen kann. Schändler dann mit dem Fehler. Fragt dann auch nochmal nach bei seinen Vordermännern, warum darf Kimmich da so abziehen? Der hätte traumhaft gepasst, dieser Ball. Kevin Trapp, aber bislang auch nicht die glücklichste Saison hier, macht da einen guten Job. Bayern aber weiter intensiv. Sané, Kimmich, Leroy Sané wird nicht nochmal. Nein, er legt diesmal quer. Goretzka 4:0 in der 57. Minute. Jetzt ging es dann nur noch um Schadensbegrenzung. Eintracht Frankfurt lief hier kopflos teilweise rum. Goretzka fängt den Ball ab, leitet direkt zu Lewandowski. Der lässt sich auch nicht zweimal
Bitten macht das 5:0. Immerhin für Frankfurt war es dann auch damit erstmal gut. 5:0 das Endergebnis. Leroy Sané, Spieler des Spiels. Frankfurt mal wieder eine Klatsche in München. Zum Abschluss des 7. Spieltags ist in der Schüco Arena Bayern 04 Leverkusen zu Gast. Die in rot-schwarz gekleideten Gäste mit einer Umschaltaktion nach etwas mehr als gespielten 20 Minuten. Patrick Schick sieht Diaby, Wirtz. Der ist momentan in bestechender Form. 23. Minute 0-1. Da kann auch Ortega dem Ball nur noch zuhören, wie er an ihm vorbeizischt. Bielefeld aber machte kein schlechtes Spiel an diesem Sonntagabend. Lawson hat lange den Ball. Alessandro Schöpf, das ist sehr geduldig, was die Gastgeber machen. Klos, starker Pass zu Lasme, der liegt quer. Aber dann kommt in der Mitte keiner ran und Radetzky sichert sich den Ball. 0:1 nach 45 Minuten. Bielefeld, wie gesagt, machte das wirklich gut, aber das eben auch gegen formstarke Leverkusener nicht unbedingt eine einfach zu lösende Aufgabe. Aber Bielefeld machte weiter. Lasme rechts raus zu Brunner. Okugawa, Lasme dann mit der Flanke. Kopfball Robin Hack. Radetzky dann in letzter Instanz gefordert, aber nicht wirklich auf harte Weise. Bayern 04 Leverkusen mit einem sehr ruhigen, einem sehr überlegten, ja souveränen Auftritt. Frimpong setzt sich hier durch gegen Nilsson, legt den Ball zu Wirtz, der quer zu Patrick Schick. 0:2, 53. Minute. Abgezockt. Im Stile, Achtung, einer Spitzenmannschaft. Bayern 04 Leverkusen aktuell tatsächlich in der Verfassung mit dieser Spielfreude als das zu bezeichnen. Sie kam wieder über Frimpong. Der hatte mittlerweile richtig Spaß am Spiel. In die Spitze findet am zweiten Pfosten Moussa Diaby. Der nimmt ihn mit vollem Risiko, setzt ihn aber deutlich vorbei. An das Wunder glaubte hier kaum noch einer. Leverkusen wollte mit dem 0:3 endgültig alles klar machen. Patrick Schick nochmal zu Karim Bellarabi. Ortega wischt den nochmal raus. Wäre vermutlich sowieso nur ans Außennetz gegangen. Blieb am Ende bei diesem hochverdienten 0:2. Arminia Bielefeld qualitativ einfach nicht auf Augenhöhe heute. Und Leverkusen hat das Potenzial gut ausgeschöpft und holt die 3 Punkte. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten Tipps und Tricks zu den Kommentatoren auch gerne nochmal in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, haut rein und adios.